So, hallo liebe Freunde auf YouTube, hier ist er wieder, euer Torg. Grüße gehen raus an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich lade jetzt mal ein altes Savegame rein vom letzten Mal, wo es hieß, wir spielen das Spiel Beyond a Steel Sky. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, da kam ich nicht weiter, weil ich nicht wusste, wie ich den Foxel finden kann. Und das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar habe ich durch Zufall hier unten diese Kette gefunden und die untersuchen wir mal. Eine stabile Kette hielt das Karussell am Boden fest. Mit einem Brecheisen müssen wir die Kette abmachen. Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, aber ich habe diese Kette eben beim letzten Video nicht entdeckt und nicht gesehen und da kam ich einfach nicht weiter. Anschwung! So, anschubsen. Und ab geht's. Gabkind freut sich. Regen. Hey, Kleiner. Anschwung! Hey, Kleiner, Anschwung! Anschwung! Ich habe zu tun. Anschwung! Oh. Na okay, komm, einmal geht noch. Oh Mann, der dreht sich ganz schön schnell hier. Also mir wird es da kurz übel werden dabei. Na gut. Und schnell hinterher. Denn wir müssen hey, noch was ich bin's mit wieder. Ihm bereden. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Fox. Sagst du mir, wo dein Bruder sich versteckt? Vielleicht. Ja, okay. Sie haben ja, mir geholfen. Er versteckt sich in einer Bank im Park. Ich darf es nicht verraten, aber sie sind okay. Bis bald. Bin hier, wenn sie was brauchen. Alles klärchen. So, also in einer Bank im Park ist er. Und das wusste ich ja beim letzten Mal schon. Nur, ich brauchte den Hinweis, dass sich Foxel in diesem, ja, was ist es, in diesem Versteck befindet. So, untersuchen. Foxel versteckte sich in seinem Unterschlupf. Und reden. Hallo, Foxel. Ich heiße Foster. Ich habe nur ein paar Fragen. Monster. Hast du vielleicht irgendwelche Monster gesehen? Woher wissen Sie von dem Monster? In Wirklichkeit bin ich ein Monsterjäger und habe ein Monster durch die Wüste verfolgt. Ich glaube, es ist hier durchgekommen. Und ich suche jemanden Tapferen, der es gesehen und überlebt hat. Ich hab's gesehen. Kannst du es beschreiben? Es war groß und monsterig und es frisst Kinder und ich hab die Schreie gehört und es war schnell und dunkel und leise. Langsam, eins nach dem anderen. Es war groß, wie ein Riesenhund. Ein Riesenhund? Ein Riesenhund? Klingt wie das, das ich suche. Jawohl. Hast du Kinder gesehen? Nein. Nein, aber gehört. Gehört. Sie haben geweint. Ich hoffe, ihr könnt das hören, was die deutsche Sprachausgabe ist. In die Stadt. Danach bin ich hier rein. Ich lass mich von dem nicht erwischen. Du bist seit 2 Tagen hier drin? Ich lebe noch, oder nicht? Diesen Riesenhund. Wo hast du den gesehen? Pixel und ich haben Kreissägen und Dynamos gespielt. Ich hab gewonnen. Und er war sauer. Dann bin ich nachts aufgewacht. Es war total dunkel. Ich hörte ein Geräusch. Wie Fußschritte auf der Straße. Große Füße. Dann hörte ich Schreie. Von Kindern. Da habe ich mich schnell in meinem Fort versteckt. Und seither bist du hier drin? Ja. Ja. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Oh. Weißt du, wie ich in die Stadt komme? Man geht durch das Haupttor rein und raus.
Gehen Sie da rein, um es zu töten? Klar doch. Das machen Monsterjäger so. Und dann bringe ich Milo und die anderen Kinder mit raus. Echt? Nehmen Sie besser das mit. Danke. Was ist das? Oh, cool. Ein Böller. Damit wollte ich das Monster töten. Ein Böller. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache mit dem Böller? Hey, haben Sie was? Ihr habt vielleicht noch das letzte Video in, ich kann in Erinnerung. Mr. Hopsworth gibt mir manchmal was von seinem Essen ab. Auch wenn er meistens nichts davon merkt. Ah, verstanden. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Was machen wir mit dem Böller? Klang sehr nach dem Stalker, der Milo entführt hat. Lass ihn erst mal ausreden. Jetzt war ich sicher, dass der Stalker in der Stadt war. Es musste einen Weg durch das Haupttor geben. Okay, so, dann gehen wir hier mal lang. Und hier sind ja diese ganzen Kakadus, ne? Die kriegen wir so nicht weg. Aber danke an Foxel, der uns diesen Böller hier zum Benutzen gegeben hat. Und den werde ich jetzt mal auf die Vögel schmeißen. Coole Animation. Schön gemacht. Schöne Explosion. Gut, die Kakadus sind weg. Trackertüren. Oder Traktüren. Ihr wisst ja noch, aus dem letzten Video hat der Eigentümer von diesem Auto gesagt, wir müssen ein Ritual durchführen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, welche Reihenfolge das war, aber ich mache einfach mal Tür drücken, ausführen. Ich drückte kräftig gegen die Tür. Dann Tanz aufführen. Die ganze Welt ist mein Dancefloor. Stoßstange schlagen. Und Tür ziehen. Jawoll. So, ein Minicar. Dann reden wir nochmal mit dem. Wendell. Das wusste ich jetzt nicht mehr, wie er hieß. Einfach hey, mal reden. Wendell. Haben Sie die Türen aufgekriegt? Gerade so. Haben Sie den Tanz aufgeführt? Klar doch. Sie sagten, das sei notwendig. Das stimmt. Obwohl, das ist witzig. Meine Frau führt auf der Farm nie einen Tanz auf. Aber sie gehen trotzdem immer auf. Egal. Was kann ich für Sie tun? Wollen Sie eine Minicar? Oh, Lieber nicht. Ich dachte, Sie lieben die. Oh, natürlich. Sie sind ganz köstlich. Aber? Den eigenen Stoff soll man nicht konsumieren. Bitte? Keine Verköstigung hauseigener Würste. Aha. Wie Sie meinen. Darf ich mir die Stromzelle mal ansehen? Ich kann mit sowas ganz gut umgehen. Hopsworth hat sie. Wollte sie im Handumdrehen wieder aufladen. Ah, wie lange ist das her? Ungefähr 1 Million Handumdrehungen. Ich schätze, sie setzt entweder Staub an oder sie wurde zu Staub zermahlen. Kommt man nur mit Fahrzeug in die Stadt? Ja, wie gut, dass ich meinen Brucey habe. Aber mir fehlt eine neue Stromzelle. Einfach reingehen geht nicht. Sind Sie irre? Gehen? In die Stadt? Der Eingang wird von Geschützen bewacht. Sie würden Hackfleisch aus Ihnen machen. Ich gehe dann mal. Geht in Ordnung. Alles klärchen. Ja, wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten gespielt. Das ist zwar noch nicht lang. Aber ich weiß jetzt in dem Moment auch gar nicht, wie es weitergeht. Dieser Hopsworth, oder wie er heißt, finde ich beim nächsten Video. Wenn es wieder heißt, der Torque spielt ein Computerspiel. Ja, und schön, dass ihr bis hier geschaut habt. Daumen hoch.
Also von mir für euch. Daumen hoch. Und ja. Dann speichern wir jetzt mal ab. Spiel speichern. Neue Daten. Und da haben wir es. Genau, um 15.04 Uhr am 4.10. Alles klar. Dann haben wir jetzt erfolgreich gespeichert. Und ich sage dann mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Achso, Daumen hoch und Kommentar eventuell. Abo, Glocke. Ihr wisst alles, was ihr machen könnt. Ne? Vielen, vielen Dank. Und ich bin raus. Macht's gut. Tschüssi.